Heute zu Gast bei Nikolai in den schönen neuen Firmengebäude, pünktlich zur Hausmesse 2019, neben mir ist Kalle. Hallo Kalle. Grüß dich Benjamin, willkommen. Ja, für dich hat sich viel verändert 2018 und 2019 mit dem Umzug. Was werden wir erwarten 2019? Also erstmal, genau im letzten Jahr haben wir die tiefe Kniebeuge gemacht und sind von einem kleinen Bauernhof hier in ein echtes Fabrikgebäude umgezogen. Einfach damit wir genug Raum haben, um unsere ganzen Ideen, die wir noch haben, umzusetzen. Das war eigentlich alles im Bauernhof, ist es dann zu eng geworden und die Ziele, die wir haben, die konnten wir da nicht umsetzen. Unsere Aufgabe ist die gleiche seit 24 Jahren jetzt. Wir wollen halt die besten Aluminium-Mountainbike-Rahmen in der höchsten Qualität für die unterschiedlichen Einsatzzwecke bauen. Also unsere Fangemeinde bestätigt uns das eigentlich, dass wir das ganz gut können. Und wir haben halt viele neue Ideen und das Saturn 14 wird jetzt hier heute auf der Hausmesse als das neue Trailbike präsentiert. Mit vielen Kleinigkeiten und auch großen Sachen, die uns echt begeistern. Ja, du sprichst es schon an, du hast das neue Saturn 14 vorgestellt. Ein tolles Trailbike mit vielen Innovationen und vielen Neuerungen. Was ist dein Highlight am Rad? Viele Kunden missverstehen uns. Die denken, die reduzieren uns ziemlich auf irgendwelche Downhill-Bomber oder superschnelle Enduro-Bikes. Wir wollten mit dem Saturn 14 wirklich ein agiles, kompromissloses Trailbike bauen für die Runde abends nach der Arbeit halt in einem mittelgebirgigen Raum, aber auch ein Rad, wo du halt wirklich eine schöne Tagestour in den Alpen machen kannst, halt mit einer wir nennen es Geolution Trail Geometrie, die halt nicht ganz so race-lastig ist wie das G1, aber schon unsere ganzen positiven Erfahrungen mit den modernen Geometrieansätzen inne hat. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber, es ist ein Saturn. Das heißt, es ist super leicht. Und wir haben auch alle Ziele erreicht, die wir für dieses Trailbike mit 130, 140 mm Federgewichtsklasse erreichen wollten. Nämlich ein Gewicht unter 3 Kilo. Das ist schon ordentlich. Ihr verbaut ja auch beim Saturn 14 nun wieder. Wir stehen zwar hier vor einem G1, aber beim Saturn 14 wieder Mutatoren. Das heißt einmal am Umlenkhebel und beim G1 auch hinten an der Kettenstrebe. Kannst du mir den Sinn dazu erklären? Ja, grundsätzlich gehen wir nicht mit dem Flow von irgendwelchen anderen, sondern suchen unsere eigenen Lösungen. Und ich habe schon viele Jahre technologisch nach einer Lösung gesucht, die Anforderungen, die Kunden haben, umzusetzen. Ne? Und das ist auf der einen Seite ein System zu erschaffen, wo der Kunde 27,5 Zoll, 29 Zoll Räder kompatibel an einem Rahmen umsetzen kann oder auch 29 Zoll Vorderrad, 27,5 Zoll Hinterrad. Diese Freiheit für den Kunden, diese Dinge umzusetzen, bietet uns der Mutator. Das ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, ich kann halt für Racer oder spezielle Kundenwünsche die Balance im Rahmen auch auf dem Trail durch den Mutator anpassen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, ich brauche keine Anpassung, die ich umschalten kann die ganze Zeit hin und her. Der Kunde passt sich das dann nach seinem Gusto an und behält dann eigentlich diese sinnvolle Abstimmung. Und wenn der Kunde es nicht kann, dann machen wir es für ihn. Ja, nicht nur die Mutatoren, sondern auch viele Sachen am Rad machen einen Nikolai besonders, weil du sagst auch, du möchtest das perfekte Rad für den Kunden bauen. Was macht Nikolai so besonders? Es ist die Kombination von unterschiedlichen Dingen. Erstmal ist ein Nikolai immer ein Manufakturprodukt, was hier am Standort wirklich komplett gefertigt wird, in Handarbeit, in hoher Qualität und zwar nachhaltig. Das heißt, wir haben ja ein Produkt, was auch 100% recycelt werden kann. Es ist hochwertig, langlebig. Also ich möchte an der Stelle hochmütig sein und sagen, wir haben die haltbarsten Rahmen weltweit. Dann trotzdem der Kunde, der sagt, für mich ist die handwerkliche Qualität, die in so einem Produkt drinsteckt, wichtig. Ich möchte kein Konsumprodukt haben, sondern ich möchte etwas, was speziell für mich gemacht ist. Das ist eigentlich letztendlich der Kern von Nikolai. Das Ganze aber nicht als Folklore, sondern immer mit unserem Hightech-Anspruch wirklich das beste, modernste und schnellste Rad zu machen. Haltbarkeit kommt ja nicht nur vom Material, sondern auch von der Konstruktion.
Aber gerade beim Material sagst du ja, du bist bei Aluminium, es ist nachhaltig. Warum nimmst du Aluminium? Warum ist Aluminium für dich der bessere Werkstoff? Also erstmal sind wir die Spezialisten in Aluminium. Aluminiumrahmen sind robuster. Das heißt, hier kann ich auch durch ein Steinfeld rauschen und hier können jahrelang die Steine auf den Rahmen einprasseln. Das wird zu keinen Brüchen führen. Auf der anderen Seite, ich kann ihn unendlichfach recyceln, was wir auch tun mit den Rahmenrohren. Dagegen Carbon ist wirklich ein Problem im Recycling. Ich kann dann Low-Cycling draus machen, ich kann dann eine Parkbank draus machen, ich kann aber nicht wieder einen hochwertigen Fahrradrahmen draus machen. Das ist bei Aluminium möglich. Es ist auch ein sicherer Werkstoff, das heißt, unsere Rahmen sind wärmebehandelt und geschweißt, dass sie auch nicht irgendwie, wenn eine Überlast kommt, dann bricht nicht sofort, sondern es ist ein duktiler Werkstoff, er verbiegt sich, da ein Carbonrahmen schlagartig durchbrechen würde. Das sind alles Vorteile von Aluminium. Du sprichst es ja gerade auch schon an, Schweißnähte, eigentlich das, was Nikolai auch ausmacht, neben der industriellen Formsprache. Was hast du dir bei der Schweißnaht gedacht, als du sie entwickelt hast? Ja, was ist das Geheimnis dahinter? Die Schweißnähte sind flach und breit, ganz leicht überhöht. Das führt zu sehr hohen Dauerfestigkeiten. Das heißt, ich habe keinerlei Kerben. Also wenn ich jetzt eine preisgünstige Schweißnaht habe, dann baut die eher auf wie ein kleiner Regenwurm. Und dann habe ich genau an den Kanten Kerbwirkung und das führt schon dazu, dass so ein, natürlich auch Aluminiumrahmen brechen. Und wenn du dir im Internet Fotos von Brüchen anguckst, dann ist es meist auch an den Kanten der Schweißnähte, wo die Kerben auftreten. Das heißt also, flache Schweißnähte, leicht überhöht, breit. Der Nachteil ist, so eine Schweißnaht zu machen, das dauert sehr lange. Das heißt, allein nur ein Hauptrahmen hier zu schweißen, dauert 3,5 Stunden. Okay. Aber das ist für uns egal, weil wir wollen die kompromisslose Qualität. Ja, dann vielen Dank für die kleinen Aussichten für dieses Jahr. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich danke dir auch für das Interview, für die Einblicke in deine Gedanken und danke dir. Ja, danke, dass ihr euch auf den langen Weg gemacht habt. Na, noch viel Spaß heute. Danke, Kalle.